Am Beginn des 19. Jahrhunderts richtet Europa seinen Blick auf den Orient. Durch den Ägyptenfeldzug des jungen Generals Napoleon Bonaparte entdeckt es eine Welt voller Licht und voller Rätsel und sieht in ihr ein unbeflecktes Spiegelbild seiner eigenen Herkunft. Der Orient als Inbegriff einer idealen Schönheit wird zur Inspiration einer Generation romantischer Künstler, der Kinder des Jahrhunderts, wie sie der Romancier Alfred de Musset nannte. Der Maler Eugène Delacroix interessiert sich so leidenschaftlich für die orientalische Kultur, dass er sogar daran denkt, Arabisch zu lernen. In Frankreich wird inzwischen aus dem General Bonaparte Kaiser Napoleon I. So lange, bis ihn die Restauration hinwegfegt. Mit dem Fall des Kaiserreichs zerschlagen sich die Ägyptenträume des Künstlers. Er gehört zu jener ernüchterten Generation, die mit den Glanztaten Napoleons aufwuchs und nun der Überzeugung ist, dass ihr Drang nach Exotik und Abenteuer keine Perspektive mehr hat. Auf dem Salon 1834 zeigt Delacroix eine große Komposition mit dem Titel »Die Frauen von Algier in ihrem Gemach«. Was sehen die Besucher der Ausstellung? Drei junge Frauen, die sich in luftigen, reich bestickten häuslichen Gewändern auf Kissen in der feuchten Wärme eines mit geräuschdämpfenden Teppichen ausgelegten Raumes räkeln. Entblößte Arme und Beine, Sinnlichkeit und lockere Haltung. Die laszive Odaliske links mustert uns lässig und frech. Was erzählt uns dieses Werk jenseits der vermeintlich offensichtlichen Motive von Luxus, friedvoller Stille und Sinneslust? Um das herauszufinden, müssen wir die dargestellten Elemente und Figuren befragen und erfassen, was der Künstler uns über eine Epoche, ihre politischen Ziele, aber auch über ihre Weltanschauungen und ihre Fantasien berichtet. Das Gemälde löst einen Schock aus. Alles daran ist neu. Zu neu. Selbst der mit dem Maler befreundete Komponist Frédéric Chopin weiß nichts damit anzufangen. Vergeblich versucht Delacroix, ihm seine Suche nach dem Schönen zu erklären und vergleicht seine Farben mit Noten. Aber das Publikum nimmt nicht den Wohlklang des Bildes wahr. Die feine Pariser Gesellschaft unterstellt lediglich einen lasziven und erotischen Inhalt, der ebenso fasziniert wie verstört. Das Gemälde macht Kritik und Publikum ratlos. Die vagen Äußerungen der Besucher des Salons wiederholen sich im Chor der Presse. Algerierinnen, Türkinnen, Orientalinnen, Jüdinnen, Araberinnen, Georgierinnen, Sultansfrauen, Odalisken, Huris, nonchalante Geschöpfe, Gefangene des Serais, Harem, verruchter Ort. Die Ungenauigkeit der Kommentare, sowohl des Publikums als auch der Zeitungen, überrascht. Zumal das Parlament gerade die Endgültigkeit der Eroberung Algeriens besiegelt hat. Die liegt 4 Jahre zurück und wird Frankreich für mehr als ein Jahrhundert mit Nordafrika verbinden. Trotzdem bleibt der Orient in den Köpfen weiter ein unwirklicher Ort, wo Algerierinnen mit Türkinnen verwechselt werden, wo die Fantasie zwischen Harem und Freudenhaus nicht unterscheidet. Bereits 50 Jahre zuvor äußerte sich Lady Mary Montagu, die junge Gemahlin eines englischen Diplomaten am osmanischen Hof, abfällig über die Künstler, die sich ihren eigenen Harem erfanden und ihre Fantasie der Wirklichkeit vorzogen, indem sie einen freizügigen Garten Eden schilderten, während der Harem in Wahrheit ein von emotionaler und sexueller Frustration geprägtes Gefängnis war. Diese Wahrnehmung zeigt sich im Begriff Odaliske, mit dem eine in der Malerei häufig wiederkehrende Figur bezeichnet wird. Zusammengesetzt aus den türkischen Wörtern Oda und Lök, bedeutet er wörtlich gut fürs Schlafzimmer. Anders gesagt, gut fürs Bett. Sollte Delacroix mit seinen Frauen von Algier die rote Linie der Schicklichkeit überschritten haben? Sicher nicht. Bereits in früheren Bildern entblößte der Maler selbstbewusst den idealisierten Frauenkörper. Das belegen Gemälde wie nackte Frau ein Papagei streichelnd. Oder
Louis d'Orléans zeigt seine Mätresse. Keines dieser Werke löste eine derartige Welle prüder Missbilligung aus wie die Frauen von Algier. Was also enthält dieses Bild, dass es ein solches Unbehagen auslöste? Es sind die Details der Figuren, die uns die Antwort liefern. Für ein Publikum, das an einen Fantasieorient gewöhnt war, ist ihre realistische Wiedergabe ein Schock. Die Frau links trägt eine Glila, eine ärmellose Jacke, verziert mit Borten, Posamenten und Knöpfen. Alle drei tragen die Frimla, eine fließende Bluse mit tiefem Ausschnitt, sowie die Sirwal, eine dreiviertellange Hose, die die Waden freigibt. Dazu die Futa, ein weites, rechteckiges Tuch, gewebt aus wechselnden Streifen, das um die Hüften gebunden wird und Unheil abwehren soll. Das Haar der drei Frauen ist mit einer Meherma bedeckt, einem Viereck aus dunkler, von Goldfäden durchzogener Seide, das die verheiratete Frau kennzeichnet. Arm- und Fußreife, Ohrgehänge, Uhren, Ringe, Blumen im Haar, alles angelegt, um zu empfangen. Die Haltungen der Frauen sind mit einem für die Zeit unschicklichen Naturalismus wiedergegeben. Auch die Bewegung der schwarzen Dienerin, die dabei ist, den Raum zu verlassen. Schwarze Haut widerspricht dem akademischen Schönheitskanon. Aber Delacroix, wie auch die anderen romantischen Maler, nimmt Anteil am Schicksal der afrikanischen Sklaven und zögert nicht, die ausdrucksstarken Tönungen ihrer Hautfarbe einzusetzen. Bis dahin schöpfte der Orientalismus, auch wenn er sich parallel zu einer durchaus konkreten kolonialen Eroberung entwickelte, aus einem Bild des Orients, das durch Künstler transportiert wurde, die nichts über ihn wussten. Delacroix' Leidenschaft für den Orient entsprang seiner Faszination für den englischen Dichter Lord Byron, der sich im Kampf für die Unabhängigkeit der Griechen gegen die Türken engagiert hatte. Byron, die Ikone der Romantik, war am 19. April 1824 bei der Belagerung von Missolonghi an einem Fieber gestorben. Sein Tod hatte Delacroix schwer erschüttert. In der Folge schuf er, ohne die Schauplätze aus eigenem Augenschein zu kennen, mehrere große Werke. Der Tod des Sardanapal, Griechenland auf den Ruinen von Missolonghi sterbend und das Massaker von Chios, das Charles Baudelaire als furchterregende Hymne zu Ehren eines tragischen Schicksals und unheilbarer Leiden bezeichnete. Gestus und Farbe tragen in diesen Bildern den Elan und die Wucht der Gefühle. Delacroix galt nun als der führende Maler der französischen Romantik, was er zeitlebens bedauerte. Er wollte keiner Schule zugerechnet werden. Die Frauen von Algier ist ein Sujet fern von Aufstand und Freiheitskampf. Der Maler verweilt akribisch bei den Details, beim Dekor. Paneele aus Delfter Kacheln, auf denen sich ein Blumenmotiv entfaltet, wie es von niederländischen Malern wie Jan van Maak erdacht wurde. Ein venezianischer Spiegel aus facettiertem Kristall mit Blattgoldrahmen und Rokokomotiven. Geschirr und Glas aus Murano, emailliert und vergoldet. Kissen und Teppiche zum Greifen realistisch. Die Glut könnte, so scheint es, die Wasserpfeife sogleich neu entfachen. Die Lederpantoffeln im Vordergrund, letzter Tupfer einer ausgeklügelten Unordnung. Das Ganze ist von absoluter Authentizität. Zum ersten Mal keine zusammenfantasierte Vision des Orients. Delacroix führt den Betrachter nicht in einen erdachten Harem, er macht ihn zum Voyeur einer realen Szene. Seit Jahren strebt Delacroix dem nach, was er das idealisierte Wahre nennt, im Gegensatz zum idealisierten Schönen. Um möglichst exakt zu malen, stellt er in seinem Atelier Szenen seiner orientalischen Gemälde nach, benutzt authentische Kleider und Accessoires. Bei den Frauen von Algier geht Delacroix weiter als bei allen seinen bisherigen Kompositionen.
Er begnügt sich nicht mehr damit, den Orient nur zu inszenieren, sondern schildert gelebte Erfahrung. 1832 ist Delacroix als Maler anerkannt. Da wird seine Arbeitsroutine unerwartet unterbrochen. Man bietet ihm an, sich einer diplomatischen Mission an den Hof des Sultans von Marokko anzuschließen, die den Herrscher dazu bewegen soll, seine Unterstützung für die algerischen Rebellen aufzugeben, die immer noch gegen die französischen Eroberer kämpfen. Der Vorschlag überrascht den Maler in einer Phase des Selbstzweifels. Alle Welt, die Malerei, die Menschen und meine eigene Person, all das langweilt mich. Gebt mir eine Wüste, amputiert mir meinen Rest an Eigenliebe und ich werde in dieser Welt glücklich. Der Künstler empfindet ein starkes Fernweh und eine brennende Neugier auf den Orient. Delacroix träumt von der unberührten algerischen Erde. Er steht zu 100% hinter der vorgeblich zivilisatorischen Präsenz der Franzosen, die 2 Jahre zuvor behauptet hatten, Algier von einer jahrhundertealten türkischen Herrschaft zu befreien. Am 11. Januar geht er in Toulon für die 10-tägige Überfahrt nach Tanger an Bord der Perle. Ein beängstigender Sprung ins Unbekannte. Alle Mittelmeerreisenden hatten in jener Zeit Angst vor Piraten. Im 9. Kapitel seines Candide beschreibt Voltaire mit beißender Ironie, wie die Tochter Urbans des 10. und der Fürstin von Palestrina in die Hände von Berberpiraten fällt. Sogleich zog man sie nackt aus wie die Affen, gleichfalls meine Mutter, auch unsere Ehrendamen und mich nicht minder. Diese Zeremonie kam mir recht eigenartig vor. So urteilt man eben über alles, wenn man noch nie außerhalb des eigenen Landes war. Bald erfuhr ich, dass dies seit Urzeiten bei den Nationen, die zur See fahren, ein fester Brauch ist. Voltaire ist Delacroix' großer Held. Durch seine Erzählung in der Tradition der außergewöhnlichen Reisen erweckte der Schriftsteller im Maler die staunende Neugier auf die weite Welt und ihre indigenen Völker. Delacroix erreicht sein Ziel ohne Zwischenfälle. Er ist der erste französische Maler, der marokkanischen Boden betritt. Der ästhetische Schock ist enorm. Delacroix ist geblendet von den Farben, dem Licht und den Orten, von der Natur und den Städten, von der Kleidung und dem Schmuck. Mir schwirrt immer noch der Kopf. Wir sind inmitten des seltsamsten Volkes gelandet. 20 Arme und 48 Stunden pro Tag wären nötig, um alles einigermaßen zu erfassen und davon zu erzählen. Die Geografie seiner Vorstellungswelt bricht zusammen und wird abgelöst durch das, was er erblickt. Es ist sublim, lebendig und heftig und bringt einen mit seiner Wirklichkeit um, schreibt er in einem seiner zahlreichen Briefe, die er in den 6 Monaten seiner Reise verschickt. Da er seine Staffelei nicht aufbauen und seine Ölfarben nicht benutzen kann, zeichnet er auf den beiden Reisen der Mission zwischen Tanger und Meknes unaufhörlich, Tag ein, Tag aus, sogar auf dem Pferd. So entstehen mehr als 1000 Zeichnungen, die Delacroix abends aquarelliert. Den Künstler beeindruckt die edle Erscheinung der Marokkaner. Er sieht in ihnen Gestalten, die einer uralten Geschichte entsprungen sind. Die Antike hat nichts Schöneres zu bieten, schreibt er begeistert und fügt hinzu, Rom ist nicht mehr in Rom. Sein Ideal ist nicht länger das klassische, von Meistern wie Ingres oder David gepriesene Altertum, sondern diese durch die Söhne der Sonne wiederbelebte Antike, die ihm unendlich viel authentischer erscheint. Nach 6-monatigen Bemühungen endet die Mission beim Sultan von Marokko mit einem Erfolg. Die Perle unterbricht ihre Rückfahrt von Tanger nach Frankreich für einen letzten Halt. In Algier, der Stadt der Korsaren, die bis zu ihrer Eroberung durch die Franzosen 2 Jahre zuvor als uneinnehmbar galt. Die Schüsse des Kolonialkriegs sind hier noch nicht verhallt.
Ein hoher Offizier der französischen Armee schreibt: Mir scheint, es wird nötig sein, die Einwohner zu ersetzen, da wir irgendwann alle getötet haben werden. Die Verheerungen, die wir anrichten, sind allzu grausam, um nicht wiederum gerecht zu werden. Gott wird die Kadaver wiegen, die wir noch aufhäufen müssen, um die Aufstände einer Rasse zu ersticken, die von uns nichts als furchtbares Unheil zu erwarten hat. Wir rotten aus, ohne überhaupt ein Ziel festgelegt zu haben. Die Eroberung Algeriens ist kein ruhiger Fluss, wie es die Presse von Paris aus darstellt. Delacroix wird Zeuge des Horrors. Er wird versuchen, darüber zu schreiben. Ich habe keine Zweifel, dass die grausamen Hinrichtungen auf dem unschuldigen Marmor murmelnder Brunnen noch übertroffen wurden. Die Zerstörung Algiers ist allein das Werk der Europäer. Wir hatten den barbarischen Mut, die maurischen Friedhöfe, deren frische Gräber ich noch kürzlich in der Nähe der Stadt erblickte, zu durchwühlen. Zum großen und legitimen Entsetzen der Söhne der Getöteten. Doch er wird diese Zeilen nicht veröffentlichen. Das Orientbild der Romantiker wird durch die Grausamkeiten der Kolonisierung in Frage gestellt. Als Horace Vernet die Eroberung Algiers mit heroischen Gemälden feiert, empört sich Baudelaire: Ich hasse diese improvisierte Kunst im Trommelwirbel, diese im Galopp beschmierten Leinwände, diese mit der Pistole fabrizierte Malerei. Doch für Delacroix ist Algier an jenem Junitag die weiße, verzauberte Stadt. Und nachdem er mehrere Monate lang in eine ausschließlich männliche Welt mit ihrer virilen Ästhetik eingetaucht war, betritt er nun ein Universum der Weiblichkeit. Ein ehemaliger Korsar, der für den französischen Hafeningenieur arbeitet, öffnet dem Maler die Tür seines Hauses. Drei Schwestern, Monet, Sora und Belia bin Sultan, sowie eine Verwandte oder Nachbarin, Sera Tabouji, empfangen den Fremden unter den freundlichen Augen des Hausherrn. Die Frauen haben für den Gast ihre feinsten Gewänder angelegt. Die schlichte Wirklichkeit fegt das Phantasma des Harems hinweg. Delacroix ist sich des ihm zugestandenen Privilegs durchaus bewusst. Seine Augen bekommen zu sehen, was jedem Fremden verborgen zu bleiben hat. Wie ist das schön? Wie zu Homers Zeiten. Die Frau kümmert sich im Frauengemach um ihre Kinder, spinnt Wolle oder bestickt herrliche Stoffe. So ist die Frau, wie ich sie verstehe. Der Maler ist wie von einem Fieber erfasst, das Sorbets und Früchte kaum zu kühlen vermögen, wie er festhält. Mit dem Skizzenblock in der Hand zeichnet Delacroix unermüdlich und füllt Blatt um Blatt. Belia hockend und an einer Wasserpfeife ziehend. Sera halb sitzend, halb stehend, mit verschränkten Armen. Beide Frauen zusammen auf dem Boden sitzend. Sera im Profil mit gesenktem Kopf und Kopftuch. Sera von vorn. Posen und Positionen. Nie die Kinder, nur die Frauen. Dann der Hintergrund ohne die Personen. Eine Studie mit Knöpfen. Gewänder. Schließlich unten auf dem gleichen Blatt, rasch hingeworfen, die Gesamtkomposition des Bildes. Eine längs gelagerte Frau, eine andere im Schneidersitz, eine dritte mit gebeugtem Knie und zum Schluss die stehende Silhouette der Dienerin. Delacroix kann heimfahren. Er hat die Realität eingefangen und auf die Blätter seiner Skizzenhefte gebannt. Geradezu zwanghaft füllt er seine Reisetruhen mit einer Unzahl von Gegenständen. Hemden, Töpferwaren, Waffen, Kopfbedeckungen, Musikinstrumenten, Leder- und Stoffteilen. Greifbare Zeugnisse dessen, was er sah und erlebte. Die Arbeit in seinem Atelier kann beginnen. Er rekonstruiert die Wohnung in Algier, bestellt ein Modell, wahrscheinlich Emilie Robert, und lässt sie die Posen von Sera, Monet oder Belia einnehmen, in den Kostümen, die er mitgebracht hat. Er strebt nach der vollkommenen Synthese.
Ein naturalistisches Gemälde, klassisch in der Form und romantisch im Geist. Er greift auf Elemente aus früheren Werken zurück. Die Frau im Dreiviertelprofil mit zurückgeneigtem Kopf aus dem Massaker von Chios. Seras Gesicht erinnert an seine Freiheit, die das Volk führt. Delacroix arbeitet mit Motiven, die ihm vertraut sind. Kissen und fließende Stoffe wie bei der Frau mit dem Papagei. Die Lederpantoffeln sind die des sterbenden Griechenlands. Die nackten Füße ähneln denen der Mätresse des Herzogs von Orléans. Delacroix gliedert seine Komposition in drei Dreiecke. Die Diagonalen schneiden sich mit dem jeweils benachbarten Dreieck. Die Formen sind unterbrochen, die Objekte am Bildrand abgeschnitten. Manche Gegenstände sind von einem Konturstrich eingefasst, andere bestehen ausschließlich aus Flecken reiner Farben. Durch diese Arbeit mit Licht und Farbe erschafft Delacroix diese ganz besondere Atmosphäre, die der Maler Polsignac so beschreiben wird. Er will keine Leidenschaft ausdrücken, sondern einfach das ruhige Leben in einem prächtigen Interieur. Deshalb gibt es auch keine dominierende, keine Schlüsselfarbe. Alle warmen und fröhlichen Farbtöne werden mit ihren kalten und zarten Komplementärfarben zu einer dekorativen Symphonie ausgeglichen, die wunderbar den Eindruck eines köstlich friedvollen Harems hervorruft. Friedlich, ergeben, still. Das Leben im Harem. Ein Leben mit gesenktem Blick. Ende des 20. Jahrhunderts befasst sich die algerische Schriftstellerin Assia Djebbar mit dem Bild. Ihrer Meinung nach erzählt alles darin vom Verhältnis der Frauen zu ihrem Körper und zum Ort ihres isolierten Daseins. Sie sind resignierte Gefangene eines abgeschlossenen Raums, den ein aus dem Nirgendwo kommendes Licht erhält. Delacroix zeigt sie anwesend und fern zugleich. Von all den Momenten seiner Reise wählt er diesen außerhalb von Krieg und Zeit, um ihn zu malen. Der epische Gestalter von »Die Freiheit führt das Volk«, der seine Kunst einsetzte, um die brennende Aktualität einzufangen, bleibt beim Thema Krieg in Algerien stumm. 1849, 17 Jahre nach seiner Reise, während das Parlament die Sklaverei endgültig abschafft und gleichzeitig die Angliederung Algeriens an das französische Territorium in der Verfassung verankert, präsentiert Delacroix eine zweite Version seines Bildes. Es ist ein kleineres Format, dem er 2 Jahre intensive Arbeit gewidmet hat. Ich habe auf meiner Afrikareise erst angefangen, etwas Passables zu schaffen, als ich die kleinen Details vergessen hatte, um mich in meinen Gemälden nur noch an die frappierende und poetische Seite zu erinnern. Das irreale Licht löst die Formen auf. Die Dunkelheit birgt eine vage Bedrohung. Die Frauen sind ganz nach hinten gerückt, weniger präsent, einsamer, gefangen. Ihr Ausdruck ist traurig. Die schwarze Dienerin verliert sich fast in der Masse des Vorhangs und verstärkt so die Reglosigkeit der ganzen Szene. Die Verbindung zum Betrachter ist nicht mehr da. Der dokumentarische Aspekt fehlt. Das Dekor ist sehr viel nüchterner. Nur wenige Details sind hervorgehoben. Monets Brustansatz, Seras Hals und ihre linke Wade, die den Blick auf sich lenkt und alles überstrahlt, was im Schatten ist. Der Künstler hat sich auf die malerische Form konzentriert und sich für einen konventionelleren Orientalismus entschieden als in der ersten Fassung. Eugène Delacroix' Verzauberung war nicht vorgetäuscht. Er ist der erste Maler, der einen Harem betreten durfte. Auch wenn ihn seine romantischen Vorurteile daran hinderten, die sich ihm bietende Andersartigkeit voll und ganz zu erfassen, zwang sein Blick den damaligen Betrachter, eine andere Welt zu betreten. Der Maler führte eine Begegnung auf Augenhöhe herbei und überwand die Stereotypen eines Orientbildes, das im Familienkreis gutiert werden konnte, weil es eine imaginäre, exotische Ferne zeigte. Die Frauen von Algier, wie Delacroix' gesamte Malerei,
wandelt auf dem schmalen Grat zwischen Fantasie und Wirklichkeit, zwischen Beobachtung des Lebens und Sehnsucht der Seele.